Ich würde heute mal wieder mit einer Frage beginnen, die ich in den Raum stelle. Und ich möchte euch bitten, dass ihr sie ehrlich beantwortet. Also Frage an euch, welchen Bibelvers würdet ihr am liebsten aus der Bibel streichen? Dachte ich mir schon, ihr seid genauso fromm wie die erste Runde heute. Ja, natürlich wollen wir keine Verse aus der Bibel streichen. Wir wissen ja alles, jedes Bibelvers ist ein lebendiges Wort unseres lebendigen Gottes und hat die Kraft, unser Leben zu verändern. Ja, von A bis wie Ahnentafel bis Z wie 10 Gebote, das ist alles Gottes Wort. Aber ganz ehrlich, manchmal wünscht man sich doch, wenn man über so einen Vers stolpert, ja, dass von den 31.000 lebendigen kleinen Wörtern, die da in der Bibel drin stehen, dass der eine Vers so ein bisschen anders gehen würde oder ein bisschen ersetzt werden würde durch so ein anderes gutes Wort von Gott. Gibt ja auch viele nette Wörter von Gott. Also hat jemand vielleicht, wenn er jetzt ganz in sich geht, einen Bibelvers, den er eigentlich nicht mag? Ihr scheint noch frommer zu sein als die erste Runde, weil spätestens da kamen dann verschiedene Bibelverse, die unerwünscht waren. Aber um das Ganze ein bisschen aufzulockern, ich habe euch 3 Stück mitgebracht, die ich gerne aus der Bibel streichen würde. Und die möchte ich euch jetzt präsentieren. Als erstes mein absoluter Nummer 1 Vers zum Streichen ist Hesekiel 3, Vers 18. Die Kurzfassung des Verses ist, dass wenn Gott eines Tages die Gottlosen richten wird und wir sie nicht gewarnt haben, dass der Gottlose zwar um seiner Schuld willen sterben wird, Gott aber deren Blut von unserer Hand fordern wird. Warum ich diesen Vers streichen möchte, ist, weil er die Verantwortung zur Evangelisation mir gibt. Ja, ich trage plötzlich eine Mitschuld, ich bin dafür verantwortlich, und mache mich mitschuldig jedes Mal, wenn ich aus Menschenfurcht nicht meinen Kollegen irgendwas von Jesus erzähle. Obwohl ich wüsste, dass es eigentlich dran war. Und da gefallen mir solche Verse besser wie aus Hiob, ja, dass Gott jedem Menschen 2 bis 3 Mal im Leben die Chance zur Umkehr gibt. Oder aus dem Römerbrief, ja, dass jeder Mensch in der Schöpfung Gott erkennen kann. Und wenn es ein paar mehr von solchen Versen gibt und ein paar weniger von Hesekiel 3, Vers 18, dann fände ich das gar nicht so schlecht. Auf Nummer 2 steht bei mir Lukas 12, Vers 33. Das ist relativ kurz. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Und mir ist der Vers schlichtweg zu radikal. Denn mein Problem an dem Vers ist, dass das nicht irgendein Vers ist, den Jesus zum reichen Jüngling sagt. Ja, da nicken wir alle. Ja, natürlich, der reiche Jüngling, ja, der hat ein Problem mit Geld. Das Geld ist ein Götze, der soll ruhig sein Geld abgeben. Sondern dieser Vers gilt uns. Allen Christen. Und natürlich meint Jesus nicht, oder denke ich zumindest, diesen Vers zu 100% wortwörtlich für 100% aller Christen, dass wir jetzt alle alles verkaufen sollen und plötzlich obdachlos sind und ohne Geld und ohne Auto und deswegen nicht zur Arbeit kommen können. Aber warum ich diesen Vers streichen möchte, obwohl ich weiß, dass er nicht zu 100% gilt, ist, weil ich Angst habe, mich damit auseinanderzusetzen, was dieser Vers für mein Leben bedeutet. Weil ich vielleicht Gott nicht genügend vertraue, wenn er sagt, Philipp, ja, du musst vielleicht nicht alles verkaufen, aber das und das. Dass ich Gott dann nicht vertraue, dass es für mein Leben gut sein wird. Und deswegen steht dieser Vers auch auf meiner To-Streich-Liste. Und der letzte Vers, um den geht's heute eigentlich, ist Lukas 14, Verse 12 bis 13. Wenn du ein Mittag- oder ein Abendessen machst, so lade nicht deine Freunde ein, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir Vergeltung zuteil wird. Sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein. Warum möchte ich diesen Vers aus meiner Bibel streichen? Weil ich einfach keinen Bock darauf habe, mich mit den Armen, mit den Krüppeln, mit den Lahmen und Blinden zu beschäftigen. Ich möchte viel lieber Zeit mit meinen Freunden verbringen, ja, und sonntags meine Freunde einladen und zu meinem Geburtstag meine Freunde einladen, statt die Armen, Krüppel, Lahmen und Blinden. Und das ist im Prinzip auch schon die Predigt für heute. Ja, ladet nicht nur eure Freunde ein, sondern auch mal die, die am Rand stehen.
Und eigentlich wollte ich heute gar nicht diese Predigt halten. Ja, den Impuls für diese Predigt habe ich bekommen, als die Ältesten am Anfang des Jahres über Barmherzigkeit gepredigt haben. Und ich dachte, ja, es passt ja irgendwie, ja, sich den Armen zu erbarmen, sich der Schwachen anzunehmen, sich um die Einsamen zu kümmern, das ist ja auch Barmherzigkeit. Aber ich wollte darüber nicht predigen, weil ich wusste, dass ich heute ja nicht nur zu euch predige, sondern vor allen Dingen auch zu mir. Und ich wollte nicht, dass dieser Vers mein Leben verändert. Weil ich ja nicht mit den Armen Zeit verbringen möchte, sondern eben mit meinen Freunden. Und da hat der Heilige Geist mich aber nicht locker gelassen. Und ich habe angefangen, darüber nachzudenken, über diese Predigt und das mit der Einleitung. Das dachte ich, es ist witzig mit diesen Bibelversen, die man gerne streichen würde, das mache ich. Und dann habe ich überlegt, okay, wo standen das nochmal, mit denen, dass man so die am Rand stehen einladen soll? Und ich habe die Stelle einfach nicht gefunden. Ich habe mich schon gefreut, juhu, doch nicht drüber predigen, ich finde die Stelle nicht. Dann dachte ich, vielleicht gibt es sie ja auch nicht. Ist ja manchmal so, man denkt irgendwie, irgendwas würde in der Bibel stehen, aber dann war das doch nur aus irgendeiner Predigt oder so ein Satz. Und dann habe ich den Vers doch gefunden. Und deswegen predige ich heute darüber. Aber was macht man mit so einem Bibeltext? Ja, was macht man mit einem Bibeltext, der so simpel ist, dass man keine komplizierten Diagramme braucht, um es zu erklären, dass man eigentlich nicht mal eine Predigt braucht, um diesen Text zu erklären, weil er so einfach ist, dass er sich selbst erklärt. Vielleicht so etwas hier. In diesem Bibeltext geht es ja eigentlich um die Motivation, warum wir Dinge tun. Ja, lade ich irgendwelche Leute ein, damit die mich zurück einladen, oder lade ich Leute zu meinem Geburtstag ein, weil ich weiß, die haben viel Geld, vielleicht machen mir ein schönes Geschenk, oder lade ich sie einfach nur um ihrer selbst willen ein. Aber ich glaube, dieser Aspekt dieses Verses spielt in unserem Leben gar keine Rolle, zumindest nicht in meinem. Ja, ich habe bis auf eine Ausnahme noch nie eine Person eingeladen zu irgendwas, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, weil ich irgendwas von ihr erwartet habe. Und die eine Ausnahme war auch, dass wir so einen Onkel aus Brasilien von Jess zur Hochzeit eingeladen haben, wo wir wussten, der kommt sowieso nicht, aber der hat ganz gut Geld und dachten, na, vielleicht können wir noch ein schönes Geschenk abgreifen. Und der andere Aspekt dieses Verses ist aber dieses, mit wem verbringe ich meine Zeit? Und ich glaube, dann wird der Text plötzlich vielleicht viel relevanter für unser Leben. Ja, mit meinen Freunden oder mit denen, die am Rand stehen. Ja, wen lade ich zu meinem Geburtstag ein? Wen lade ich sonntags nach dem Gottesdienst zum Essen ein? Mit wem unterhalte ich mich sonntags nach dem Gottesdienst? Und liebe Jugendlichen, ja, auch für euch, mit wem verbringe ich Zeit in der Jugend? Mit denen ich sowieso nur abhänge? Oder mit denen, die vielleicht am Rand stehen, ja, die einsam sind, die neu sind, die man nicht so gut kennt, die man vielleicht auch komisch findet oder die man noch nicht einmal mag. Und bei solchen Versen, gerade auch bei solchen Predigten, muss man natürlich aufpassen, dass man nicht das Bild oder das falsche Bild von Gott so als Spaßbremse bekommt. Ja, Gott ist keine Spaßbremse, sonst würde er uns nicht alle paar Seiten der Bibel daran uns gebieten, Spaß zu haben, indem wir irgendein Fest feiern. Aber wir müssen natürlich auch verstehen, dass Spaß nicht alles ist in unserem Leben. Ja, wir sind nicht hier auf der Erde, um Spaß zu haben, sondern Gott die Ehre zu geben. Und manchmal fällt der Spaß als Nebenprodukt ab. Und ich glaube, dass gerade für meine Generation diese Fokussierung auf Spaß viel zu doll ist. Und das ist auch tatsächlich meine Beobachtung, dass die tendenziell Älteren, die sich um die Einsamen kümmern, ja, dass sie das ganz gut hinbekommen. Und dass es gerade die Jüngeren sind, ja, so wie ich, die sich nicht so sehr an das Gebot halten. Klar gibt es Ausnahmen wahrscheinlich auf beiden Seiten, aber diejenigen, die sich angesprochen fühlen sollten durch diese Predigt, wissen das vermutlich auch, weil sie dachten, als ich meine Liste der zu streichenden Bibelverse vorgestellt habe, innerlich genickt haben und dachten, ja, da hast du recht, Philipp, den Vers könnte man gut und gerne streichen. Wie gesagt, Gott geht es nicht darum, dass wir keine Zeit mehr mit unseren Freunden verbringen oder sie nicht mehr zu unserem Geburtstag einladen dürfen. Aber wir können doch, zumindest wenn dann Feiern wieder erlaubt sind, genauso gut ein oder zwei Leute einladen zu unserem Geburtstag, die vielleicht nicht so zu unserem primären Freundeskreis gehören. Oder wir können doch nach dem Gottesdienst, ja, nicht noch irgendwelche wichtigen Gemeindeorgelgespräche führen,
Oder schnell nach Hause fahren, ja, weil wir das Essen fertig kochen müssen, weil wir ja Freunde eingeladen haben. Oder uns nicht eben direkt zu unseren Freunden stellen, um mit ihm zu sprechen, sondern auch die im Blick haben, die vielleicht nicht so viele Freunde haben wie wir. Es geht in diesem Bibeltext darum, dass wir nicht uns und unsere Bedürfnisse nach Zeit mit unseren Freunden im Fokus haben, sondern dass wir erstmal schauen, wer das Bedürfnis nach uns hat. Ja, vielleicht nicht unbedingt direkt nach uns, aber nach irgendwem. Dass wir uns umblicken, wer ist einsam? Wer war vielleicht lange nicht mehr da? Wen könnte man mal anrufen? Wer hat vielleicht nicht so viele Freunde? Wer hat vielleicht keine Familie? Wem könnte ich heute Freund und Familie sein? Zumindest 5 oder 10 Minuten lang. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir anfangen als Gemeinde, jeden Sonntag 5 bis 10 Minuten lang nach dem Gottesdienst Zeit mit Menschen zu verbringen, mit denen wir normalerweise nicht unbedingt Zeit verbringen würden, dass es dann keine einsamen Menschen mehr in unserer Gemeinde gäbe. Zumindest nicht am Sonntagnachmittag. Und ich glaube, der Heilige Geist hatte einen Grund, dass er so vehement auf mir herumgeritten hat, dass ich heute diese Predigt halte. Denn ich glaube, diese Zeit ist perfekt für diesen Bibelvers. Es ist so, als Gott uns durch die aktuellen Verordnungen sagen würde, ätschi bätschi, liebe jungen Familien, ja, liebe jungen Ehepaare, ihr könnt nicht mehr Zeit mit anderen jungen Familien verbringen und ihr könnt auch nicht mehr irgendwelche anderen Ehepaare zum Spieleabend einladen. Wenn ihr unbedingt Gemeinschaft mit anderen Leuten haben wollt, dann müsst ihr jetzt die Einsamen allein einladen, die Alleinstehenden, die Witwen, die Alleinerziehenden. Und vielleicht auch jene, wo nur einer in der Beziehung Christ ist und die sich nach geistlicher Gemeinschaft sehnen. Einfach jene, die vielleicht sowieso einsam sind und durch die aktuellen Maßnahmen noch einsamer werden. Wenn man mal darüber nachdenkt, warum man dieses simple Gebot in seinem Leben eigentlich nicht genügend umsetzt. Oder ich will es bewusst etwas drastischer formulieren. Wenn man darüber nachdenkt, warum man Sonntag für Sonntag, Woche für Woche sündigt. So wie ich, ja, der Woche für Woche sich nur mit seinen Freunden beschäftigt, weil ich keinen Bock habe, mich um die Einsamen zu kümmern. Dann fallen mir eigentlich dafür nur 3 Gründe ein. Und der erste Punkt ist, euch war vielleicht gar nicht so bewusst, dass es ein Gebot ist. Dann habe ich eine schlechte Nachricht für euch. Nach dieser Predigt gilt diese Ausrede nicht mehr. Zweitens, ihr habt vielleicht genauso wie ich auch einfach oft gar keinen Bock, ja, mit den Leuten abzuhängen, die ihr vielleicht gar nicht so mögt. Und da hilft es uns nur, wenn wir darüber Buße tun und Gott bitten, dass er unser Herz so weit macht, dass da nicht nur unsere Freunde reinpassen, sondern die ganze Gemeinde. Und drittens, und ich glaube, das ist tatsächlich der wichtigste Grund, zumindest bei mir, und der geht irgendwie so. Philipp, ich gebe dir total recht. Ja, es ist wichtig, sich um die Einsamen und die Alleinstehenden zu kümmern. Aber ich habe gar nicht die Zeit dafür. Oder meine Woche ist so voll mit allen möglichen Dingen. Ja, sonntags will ich einfach nur entspannen und ich habe gar nicht die Kapazität, mich um die Probleme von anderen Leuten zu kümmern oder zu überlegen, ja, wem ich Freund sein kann. Oder Philipp, ich habe schon so die Woche zu wenig Zeit, mich um meine Freunde zu kümmern, ja, und Freundschaft zu pflegen, was ja auch wichtig ist. Da habe ich erst recht keine Zeit, mich um die Leute zu kümmern, die nicht meine Freunde sind. Oder, und das ist mein persönliches Argument, ich mache schon so viel in der Gemeinde, da will ich mich nicht noch zusätzlich um die Einsamen kümmern und noch einen Dienst anfangen. Und das Schöne an diesem Argument ist, ich habe die Bibel auf meiner Seite. Ja? Die Apostel haben sich auch nicht um die Witwen gekümmert, sondern haben Diakone einsetzen lassen, die sich um die Witwen kümmern sollen, damit die Apostel mehr Zeit haben für Gebet und Predigt. Und außerdem, ja, schneide ich im Gabentest in der Kategorie Barmherzigkeit am allerallerschlechtesten ab. Selbst in der Kategorie Gabe der Ledigkeit habe ich mehr Punkte als in Barmherzigkeit. Sollen sich doch die Leute um die Einsamen kümmern, die da mehr punkten als ich. Das Problem ist,
dieses Bibelwort ist nicht an die gerichtet, die die Gabe der Barmherzigkeit haben. Genauso wie der Satz, betet unablässig, auch nicht nur für die Christen gilt, die gerne beten. Und wir können diese Verantwortung auch nicht an die Ältesten abschieben, in dem Sinne, ja, das sind die Hürden über die Schafe, sollen die sich doch kümmern, welches Schaf sich gerade einsam fühlt. Jesus gibt den Ball nicht den Ältesten, sondern uns. Es ist unsere Verantwortung, sich um die zu kümmern, die am Rand stehen. Und wenn ihr so argumentiert wie ich oder so ähnlich, ja, dieses, oh, ich habe gar nicht die Zeit dafür, mich um die Einsamen zu kümmern oder ich brauche die Zeit, um mich um meine Freunde zu kümmern und so weiter, dann sagen wir im Prinzip, ich teile mir meine Zeit so ein, dass ich nicht genügend Zeit habe, Gottes Willen zu tun. Und tut mir leid, ja, wenn ich das so ein bisschen drastisch formuliert habe, aber ich habe ihr gesagt, diese Predigt gilt vor allen Dingen mir und ich brauche das, ja, ich brauche diesen Watschen, der mich umhaut. Es gibt ja so Prediger, die packen einen in theologische Watte, ja, so ein bisschen so, ja, Jesus liebt euch, es wäre cool, wenn ihr auch ein bisschen lieber wärt. Aber das verändert in meinem Leben nichts, ja. Ich muss hören, dass ich gesündigt habe, dass ich mich Woche für Woche an den Einsamen in dieser Gemeinde versündigt habe, weil es mir egal war, wie es ihnen geht. Und dann muss ich Buße tun und aus der Kraft des Heiligen Geistes es anders machen. Also zurück zu dem Satz, ja, den ich gesagt habe, dieses, wenn wir argumentieren, ich habe so schon nicht genügend Zeit, dass wir dann im Prinzip sagen, ich teile mir meine Zeit so ein, dass ich nicht genügend Zeit habe, Gottes Willen zu tun. Und vielleicht liegt das daran, dass wir unsere Woche so vollschaufeln mit Unnützen, dass wir unter der Woche nicht genügend Zeit für unsere Freunde haben, dass wir das dann irgendwie am Sonntag ausgleichen müssen. Und deswegen müssen wir uns fragen, ja, was kann ich aus meinem Leben rausschmeißen, dass ich eben meine Freundschaften unter der Woche pflegen kann, dass ich Sonntag auch Augen haben kann für die Leute, die einsam sind. Und vor allem, wenn wir argumentieren, ja, dass wir ja schon so genügend in der Gemeinde tun, dass wir nicht noch die Kapazitäten haben, einen weiteren Dienst anzufangen, uns um die Einsamen zu kümmern, dann sind wir kein Deut besser als die Pharisäer, die so beschäftigt war mit Opferdienst und Bibelstudium, dass sie im Gleichnis des barmherzigen Samariters einfach an dem vorübergehen, der ausgeraubt wurde. Und dann sagt Gott nicht nur zu den Pharisäern, sondern auch zu mir persönlich. Ich will Barmherzigkeit haben und keine Opfertiere. Beziehungsweise, ich will Barmherzigkeit haben und keine Gemeindearbeit. Beziehungsweise, wenn dir all deine Gemeindearbeit keinen Raum für Barmherzigkeit lässt, dann ist deine Gemeindearbeit in meinen Augen nichts wert. Was können wir also aus unserem Leben rausschmeißen, damit wir Zeit haben, Gottes Willen zu tun? Und ja, das bedeutet auch manchmal, dass wir auf etwas verzichten müssen. Aber wenn wir die Ewigkeit im Blick haben, ja, wenn wir schon jetzt unser Leben mit Gott im Himmel vor Augen haben, dann fällt uns der Verzicht gar nicht mehr so schwer. Wenn wir uns ausmalen, was wir alles für coole Sachen mit unseren Freunden im Himmel machen können, dann haben wir hier auf der Erde gar nicht mehr so das Bedürfnis, mit ihnen Zeit zu verbringen, weil wir wissen, ja, dass wir im Himmel viel coolere Sachen machen können, als wir uns je auf der Erde ausmalen können. Der Punkt ist, du kannst Zeit mit deinen Freunden im Himmel verbringen, aber du kannst dich im Himmel nicht mehr um die Einsamen kümmern. Und wenn du dein Leben wirklich auskosten willst, ja, und wenn du alles machen willst, was das Leben bereithält, dann verschiebe die Sachen, die du in der Ewigkeit machen kannst, auf die Ewigkeit und kümmere dich hier auf der Erde um die Sachen, die du nur hier machen kannst. Und ich habe das mal erlebt, wie dieser Blick auf die Ewigkeit mein Leben verändert hat. Da ging es nicht um Barmherzigkeit, aber um was anderes, was Gott von mir wollte. Und zwar habe ich mal die Einladung bekommen mit meinen Kumpels, ja, Conny, Friedrich, Tut und so weiter, zu einem Jugendtag zu fahren. Und die haben alle mittlerweile schon woanders gewohnt. Das heißt, es war für mich eine einmalige Gelegenheit, wirklich mal wieder Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Und ich wusste aber an dem gleichen Samstag, wo dieser Jugendtag ist, ist auch Jugend.
Und damals hatte ich die Jugend gerade mit Jazz frisch übernommen und da wusste ich noch nicht, wie das laufen wird, wenn ich nicht da bin diesen Samstag. Und dann stand ich innerlich in dieser Spannung, okay, gehe ich jetzt zur Jugend oder verbringe ich Zeit mit meinen Freunden auf dem Jugendtag, ist ja auch was Christliches. Und dann hat der Heilige Geist zu mir gesprochen und meinte, Philipp, du wirst so viel Zeit, wie du willst, mit deinen Freunden im Himmel verbringen können. Und plötzlich war es für mich kein Verzicht mehr, nicht zu diesem Jugendtag zu fahren, sondern zur Jugend zu gehen. Weil ich wusste, das Wahre, ja, die wahre Qualitätszeit mit meinen Freunden, die werde ich nicht an diesem Wochenende haben. Die werde ich im Himmel haben. Und deswegen, wenn wir lernen, die Ewigkeit im Blick zu haben, hilft das uns, an den Stellen, wo wir verzichten sollen, wirklich zu verzichten. Drei Sachen sind mir noch wichtig. Es ist natürlich nicht immer nur eine Frage des Entweder-Oder. Ja? Fahre ich zum Jugendtag oder gehe ich zur Jugend? Oder lade ich meine Freunde ein oder lade ich die Fremden ein? Natürlich können wir auch Zeit, gerade wenn die Corona-Maßnahmen vorbei sind, mit unseren Freunden und anderen verbringen. Ja, gerade wenn wir ein Fest feiern, was kostet es dich, ja, nicht nur 10 deiner Freunde einzuladen, sondern vielleicht auch 2, 3 andere, die eher so am Rand stehen? Was kostet es dich, dich nach dem Gottesdienst nicht nur mit deinen Freunden zu unterhalten, sondern vielleicht nimmst du dir auch mit deinen Freunden vor, dass ihr euch heute um die und die Person kümmern wollt. Ja, ihr seht vielleicht eine Person, die am Rand steht und nehmt euch vor, gemeinsam mit der zu sprechen. Und ganz oft, ja, ist das dann auch eine Win-Win-Situation, weil vielleicht lernt man auch eine neue Person kennen, die eigentlich viel cooler ist, als man dachte. Und außerdem, wenn man es vielleicht so mit Freunden macht, sich bewusst vornimmt, ja, man kümmert sich jetzt um diesen Einsamen, dann teilt man auch diese Bürde der Verantwortung, sich um die Einsamen zu kümmern. Dann denkt man nicht dieses, oh, immer muss ich mich um den Einsamen kümmern, sondern dann macht man das gemeinsam. Und da ist mir mein Schwager Hans ein Vorbild. Hans verbringt nämlich gerne Zeit mit mir, weil er mich mag. Ich mag ihn auch. Und Hans hat aber auch ein Herz für Menschen, die am Rand stehen. Ja, die vielleicht nicht gerade unbedingt die vielen Freunde haben. Und Hans hat ein Herz für Amir, der oft, ja, irgendwie hier sonntags nach dem Gottesdienst steht und sich niemand mit ihm unterhält. Und deswegen hat Hans sozusagen diese beiden Herzen, die er hat, ja, die beiden Vorlieben, hat er vereint. Und er hat mich gefragt, oder wir haben zusammen zu dritt gesagt, dass wir zusammen Bibel lesen wollen. Jetzt treffen wir uns einmal in der Woche am Telefon und lesen zusammen Bibel. Und das Schöne ist, ja, dass wir nicht nur irgendwie Zeit miteinander verbringen, sondern auch Zeit mit Amir verbringen. Und daraus auch uns die Möglichkeit geben, dass sich eine Freundschaft entwickeln kann. Dass es am Ende nicht nur dieses, ich kümmere mich jetzt um jemanden, der am Rand steht, ist, sondern dass daraus wirklich ein, ich verbringe Zeit mit Menschen, die ich gerne habe, wird. Zweite Bemerkung noch, alles hat seine Zeit. Ja, es gibt Zeit, sich um die Einsamen zu kümmern, aber es gibt auch die Zeit, sich um seine Freunde zu kümmern. Deswegen ist es jetzt auch kein universelles, absolutes Gebot. Ja, ihr müsst jetzt alle Zeit, die ihr habt, benutzen, um euch um die Einsamen zu kümmern. Es gibt Zeiten, da hat man viele Kapazitäten für Gemeinden und so weiter. Es gibt Zeiten, da hat man vielleicht aufgrund seiner familiären oder beruflichen Situation nicht diese Kapazitäten. Und manchmal ist es auch die Zeit, dass es um einem selbst gekümmert wird. Und deswegen ist mein dritter Punkt ganz wichtig. Jesus hat gute Werke für uns vorbereitet, in denen wir wandeln sollen. Und manchmal ist es ein gutes Werk, sich um die Einsamen zu kümmern, und manchmal eben nicht. Und das müssen wir herausfinden, gerade wenn wir nur Zeit haben und Kapazitäten für ein gutes Werk. Ja, das Beispiel für, was mache ich sonntags nach dem Gottesdienst. Ein gutes Werk ist, irgendwas für die Gemeinde zu organisieren. Ein anderes gutes Werk ist, Zeit mit seinen Freunden zu verbringen. Und ein drittes gutes Werk ist, auf einen zu gehen, der am Rand steht. Und dazu müssen wir Gott fragen, was für uns dran ist. Und da hilft uns nicht dieses, was würde Jesus tun, sondern wir müssen fragen, Jesus, was möchtest du heute durch mich tun? Und wenn wir uns das einüben, ja, wenn wir uns Sonntag für Sonntag, Tag für Tag, Woche für Woche, über Jahre uns jeden Sonntag fragen, Gott, mit wem willst du heute durch mich Zeit verbringen? Dann werden wir geübt
darin werden, auf Gottes Stimme zu hören, dass er uns sagt, was dran ist. Und zum Abschluss möchte ich euch noch ein paar Dinge zeigen, die passieren werden, wenn wir uns an dieses Gebot halten. Ja, Gott lässt sich nämlich nichts schenken. Und so endet meine Drittunlieblings-Bibelstelle auch nicht mit einem Gebot, sondern mit einer Verheißung. Wenn du ein Mittagessen oder ein Abendessen machst, so lade nicht deine Freunde ein, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn. Damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir Vergeltung zuteil wird. Sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein. Und glückselig wirst du sein, weil sie nichts haben, um dir zu vergelten. Denn es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Und weil das ja vor allen Dingen, zumindest in meinen Augen, eher so eine Predigt für jüngere Leute ist, habe ich diesen letzten Teil meiner Predigt genannt, so ein bisschen im Buzzfeed-Style. 7 Dinge, die folgen, wenn wir uns an dieses Gebot halten. Und Punkt 3 wird dich umhauen. Erstens, ja, Gott sagt, glückselig sind wir, wenn wir das tun. Und damit ist natürlich nicht nur ja, diese Zufriedenheit gemeint, die sie so ungefähr ums Zwerchfell rum ausbildet, wenn wir etwas Gutes tun, aber auch. Aber Glückseligkeit geht noch weiter. Denn Glückseligkeit ist die höchste Form des Segens, den wir hier auf dieser Erde haben können. Und wenn wir uns nach einem Lebensstil der Glückseligkeit ausstrecken, dann wird uns Gott das beste Leben schenken, was er uns hier auf dieser Erde bereiten kann. Drittens, man lernt Feindesliebe. Ja, aber eigentlich sollen wir ja gar nicht unbedingt uns um die Einsamen in der Gemeinde kümmern. Eigentlich sollen wir gar nicht unbedingt zu denen freundlich sein, sondern wir sollen ja zu denen in der Welt freundlich sein. Liebt eure Feinde, sagt Jesus. Jene, die uns hassen, die uns Schlechtes wollen. Damit sie in uns und in unserer Freundlichkeit und Annahme Gottes Wesen und Liebe entdecken. Aber um unsere Feinde lieben zu können, müssen wir erstmal so Liebe lernen. Und das geht am besten und am einfachsten in unserer Gemeinde mit unseren Geschwistern. Ja, und natürlich fällt es nicht schwer, unsere Freunde zu lieben. Und deswegen können wir doch mal anfangen mit Level 2, unsere Geschwister zu lieben, die wir vielleicht nicht so gut kennen, die wir vielleicht ein bisschen komisch finden oder die wir auch gar nicht mögen, damit wir irgendwann den Endgegner knacken können. Ja, damit wir nicht lieben können. Unseren nervigen Nachbarn, unseren cholerischen Chef. Nachdem ich meine Predigt im ersten Gottesdienst gehalten habe, kam meine Schwester auf mich zu und meinte, Philipp, deine Predigt war total radikal, aber sie war nicht radikal genug. Und da hat sie recht. Denn in dieser Stelle, ja, ich habe es eigentlich komplett aus dem Zusammenhang gerissen, es geht nicht in dieser Stelle um die Einsamen in der Gemeinde. Ich habe aus diesen Lahmen und Krüppeln so diejenigen gemacht, die am Rand stehen. Aber die Lahmen, Krüppel und Blinden und Armen, das sind nicht unsere Geschwister, sondern es sind die Leute in der Gesellschaft, mit denen sonst niemand etwas zu tun haben möchte. Es sind die Leute, vor denen wir uns vielleicht ekeln, weil sie stinken in der S-Bahn. Es sind die Leute, die so komisch sind, dass wir am liebsten an ihnen vorbeigehen möchten. Und das ist Gottes Anspruch an uns als Christen, dass wir uns eben um diese Leute kümmern. Das sagt dieser Bibelvers aus. Und diese Liebe, ja, diese Menschen, die so am Rand sind, vor denen wir uns vielleicht ekeln, diese Liebe, um uns, um diese Menschen zu kümmern, die müssen wir lernen und dazu müssen wir Liebe in der Gemeinde lernen und leben. Viertens, manchmal werden wir überrascht sein, wie viel Spaß der scheinbare Spaßverzicht machen kann. Ja, wenn wir aus Pflicht oder Gehorsam etwas Gutes tun. Jess hat mal so eine tendenziell einsame Person aus der Gemeinde zum Mittagessen eingeladen und sie hat mir hinterher erzählt, dass sie noch nie so viel gelacht hätte bei einem Mittagessen. Und genauso kann es sein, dass wenn wir anfangen, uns um die zu kümmern, ja, die vielleicht nicht primär auf unserem Schirm sind, dass wir belohnt werden mit neuen, guten Freundschaften. Fünftens, wir werden im Himmel dafür belohnt werden. Da sagt ja der Bibeltext. Und dieser Lohn ist auf alle Fälle besser als alles, was wir hier auf dieser Erde in der gleichen Zeit hätten machen können, in denen wir uns um die Einsamen gekümmert hätten.
Letztendlich sagt uns Jesus ja auch in Matthäus 24, dass wenn wir die Einsamen aufnehmen, ihn aufnehmen. Denn wir sind sein Leib. Und wenn jemand aus dem Leib Christi einsam ist, ist Jesus einsam. Und wenn wir einen Einsamen aufnehmen, nehmen wir Jesus einsam. Nehmen wir Jesus auf. Denn Jesus hing einsam und verlassen am Kreuz. Ja, und es gab die Sünder und die Spötter, die am Kreuz standen und sich über ihn lustig gemacht haben. Es gab Petrus, der ihn verleugnet und verraten hat. Und es gab Johannes, der am Kreuz stand. Und Jesus in seiner Einsamkeit begegnet es. Der diesen einsamen und hilflosen Jesus aufgenommen hat. Und wenn wir die Einsamen in unserer Gemeinde aufnehmen, dann sind wir die Johannese, die Jesus am Kreuz dienen. Wenn wir lernen, unsere Bedürfnisse nach Zeit mit unseren Freunden aufzugeben und stattdessen die Bedürfnisse der anderen im Blick haben, dann ist das Selbstaufgabe, die wir für viele andere Dinge brauchen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Und als letzter Punkt, wir verstehen Gnade besser. Denn wenn wir die Einsamen aufnehmen oder ganz zum Schluss ja tatsächlich diejenigen aufnehmen, die wirklich arm und verkrüppelt und blind und lahm sind aus der Welt, dann lernen wir zu verstehen, was es für Jesus bedeutet hat, uns aufzunehmen, die wir arm waren, weil wir nichts vorzuweisen hatten, was Gott beeindrucken konnte. Die wir verkrüppelt waren in unseren eigenen Sünden und die wir blind waren, weil wir Gottes Liebe nicht erkannt haben. Und dann wurden wir von ihm eingeladen und er hat uns reich beschenkt und unser Inneres geheilt und uns sehend gemacht. Ja, aber dieses Evangelium ist natürlich nicht nur eine Ermutigung, ja, auch so ein bisschen mehr so wie Jesus zu sein. Dieses Evangelium geht noch weiter, denn es gilt auch für mich, ja, der ich dieses Gebot oft willentlich breche, weil Jesus sagt, ich vergebe dir trotzdem. Und dieses Gebot gilt natürlich auch für die Einsamen, weil Jesus nicht nur für meine Sünde gestorben ist, sondern auch für eure Einsamkeit. Denn wenn ihr euch einsam fühlt, dann glaubt ihr eigentlich eine Liebe. Denn auch wenn es unsere Verantwortung als Nicht-Einsame wäre, uns um euch zu kümmern und wir es oft nicht tun, seid ihr trotzdem nicht einsam. Wenn ihr euch einsam fühlt, dann glaubt ihr eine Lüge, weil ihr nicht einsam seid, weil Jesus dafür gestorben ist, um Gemeinschaft mit euch zu haben. Denn wenn auch alle Menschen euch vergessen, ja, Jesus vergisst euch nicht, er wohnt in euch. Und ich kenne jemanden, die war eine Zeit lang mal einsam, weil sie aufgrund ihres Berufs an einem Ort gewohnt hat, wo es keine jungen Leute gab. Und diese Person hat mir mal gesagt, Jesus ist mein bester Freund. Und ist einerseits sehr traurig, weil es bedeutet, dass ich keine anderen Freunde habe. Und andererseits meine ich es ernst. Und ich konnte in meiner Einsamkeit erfahren, was es bedeutet, dass Jesus mein Freund ist. Und deswegen bietet eure Einsamkeit, wenn ihr einsam seid, die Chance, auch wenn euch alle anderen vergessen, dass Jesus euch begegnen kann als Freund. Und ihr habt vielleicht eine Chance, Jesus auf eine Art und Weise kennenzulernen, die all jene, die Familie und viele Freunde haben, gar nicht haben. Amen.